Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video geht es um eine kurze Messervorstellung eines neuen Messers, was ich mir in der Altonaer Silberwerkstatt, ja, zu meinem ersten Besuch dort vor einiger Zeit gekauft habe. Ja, ich habe es dann doch endlich mal geschafft, nach Hamburg zu kommen und ja, mir dort die Räumlichkeiten anzuschauen, mich ein bisschen mit den Mitarbeitern auszutauschen, ein paar schöne Dinge mir anzuschauen, auch in die Hand zu nehmen. Also es war ein ganz, ganz, ganz toller Besuch dort. Auf diesem Weg geht nochmal ein ganz dickes Dankeschön raus an die Maxi und ihr Team, besonders an den Felix, mit dem habe ich mich da wirklich gut unterhalten, hat wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diesen wunderbaren Aufenthalt. Ja, und ich habe nicht nur tolle Erinnerungen mitgenommen, ich habe mir natürlich auch was gekauft. Und ja, das will ich euch jetzt kurz mal zeigen. Wie ihr schon seht, handelt es sich um ein Modell von, Entschuldigung, um ein Modell von Giant Mouse. Und zwar um ein recht neues Modell. Es ist das Modell Nazca mit den Carbon-Griffschalen. Das Ganze gibt es auch noch in der Titan-Version. Ich glaube auch noch in der Mikata-Version. Ich habe mich, wie gesagt, für die Carbon-Variante entschieden, weil ich die wirklich sehr, sehr schön fand. Ich hatte mir die anderen dort vor Ort auch angesehen. Aber die Carbon-Version, die fand ich ja, einfach am reizvollsten für mich. Es sollte ja ursprünglich, es ging ja, beziehungsweise mein Besuch dort hatte ja auch noch einen anderen Hintergrund. Nicht nur, dass ich mir ja halt die Altonaer Silberwerkstatt beziehungsweise die Knife Lounge gerne mal anschauen wollte, sondern der Philipp Cypher Suit 1 hatte ja auch zu einer VA aufgerufen, wo ja, er gefragt hatte, wenn man sich ein Messer, ein EDC, ein One and Done für ja, im Preisbereich bis 300 Euro im Sortiment der ASW aussuchen sollte, welches es dann sein würde. Und da hatte ich ja schon eine VA gemacht. Das Video verlinke ich euch auch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ursprünglich hatte ich mich eigentlich für das Tribeca entschieden von Giant Mouse, aber ja, aus zwei Gründen habe ich es nicht gekauft. Erstens war es nicht verfügbar, als ich da war, und zweitens hatte ich mir das Ganze auch nochmal angeschaut und es ist dem Biblio, was ich habe, schon relativ ähnlich, und da habe ich gesagt, okay, gucke ich mir mal an, was Giant Mouse halt noch so hat, beziehungsweise was die Knife Lounge so im Sortiment hat. Ja, und jetzt habe ich schon wieder minutenlang gequatscht, ohne dass ihr was gesehen habt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das kommt wie üblich bei Giant Mouse hier in diesem lustigen kleinen Pappkarton, ohne viel Schnickschnack, ohne viel Plastik. Das finde ich super. Einfach nur ein Pappkarton. Da drin habt ihr nochmal ein kleines Kärtchen mit ein paar Informationen. Congratulations to your purchase of a Giant Mouse Knife. Ja, ganz nett. Packen wir mal beiseite das Ganze. Kommt hier in so einem kleinen Leinensäckchen mit dem Logo von Giant Mouse. So, und da ist es nun, das gute Stück. Ja. Diese Carbon-Griffschalen, die hatten es mir wirklich angetan, gerade wenn man die so im Licht betrachtet. Dieses Farbspiel, dieses Lichtspiel, das ist schon wirklich, wirklich schön gemacht. Ja, also kein Laminat hier, kein G10-Carbon-Laminat, sondern wirklich reines, massives Carbon. Und ihr seht, die Griffschalen sind jetzt auch nicht super dünn, also da habt ihr schon ein bisschen Material. Ja, machen wir es mal auf. Die Klinge ist natürlich ein Kracher, ne? Also das ist schon richtig cool. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Clip-Point-Klinge ist es nicht. Ja, irgend sowas, modifizierte Clip-Point-Klinge, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine sehr rasante Linie, das Ganze. Sehr schönes Swatch. Hier auf der oberen Seite nochmal hier oben ein paar Flats angebracht. Also kein voll hochgezogener Flachschliff, sondern er geht im vorderen Bereich schon bis fast nach oben, bis zur Swatch, wie gesagt, hier im hinteren Bereich, also auf der zweiten Hälfte der Klinge nach hinten zur Klingenwurzel, habt ihr hier oben halt nochmal zwei Flats angebracht, auf denen auch die Daumenpins sitzen, beidseitig verschraubt. Schönes satiniertes Finish.
Ja, sehr fein satiniert. Ich habe das eben noch mal kurz abgewischt. Da seht ihr natürlich jeden Fingerabdruck drauf, ne? Also das Ganze in der Stonewashed-Variante, das wäre noch mal nett gewesen. Aber gut, trotzdem ein absoluter Hingucker, diese Klinge. Wir haben hier hinter der Phase, ich habe das gemessen, Werte zwischen 0,5 und 0,52 mm. Das hätte ich mir ein bisschen feiner gewünscht. Andererseits ist dieses Messer halt von seiner gesamten Konstruktion her jetzt nicht unbedingt ein super feiner Schneidteufel. Das ist schon eher ein Messer, ich will nicht sagen fürs Gröbere, aber doch schon ein Messer, mit dem ihr auch ein paar härtere Arbeiten machen könnt. Und da hat sich dann Giant Mouse dann doch eher für eine etwas stabilere Klinggeometrie entschieden. Das ist auch in Ordnung. Also ich habe damit jetzt noch nicht so viel geschnitten, weil ich es noch nicht so lange habe. Bis jetzt mal nur in der Küche kurz einen Apfel, eine Zwiebel, eine Mohrrübe. Macht es aber trotzdem wunderbar. Auch Pappe und Papier schneidet es hervorragend. Ja, trotz dieses Werts von über 0,5 mm trotzdem alles sehr gut im Rahmen. Ihr seht, die Klinge, wie gesagt, von ihrem Design schon sehr rasant mit verschiedenen Flächen, mit verschiedenen Winkeln. Das ist alles toll gemacht. Hier oben nochmal mit einer Rampe bzw. mit einer Auflage für den Daumen. Das ist wirklich super. Auch da ein Jimping angebracht. Da macht es tatsächlich Sinn. Ja, also wenn ich hier schon solche Aussparungen mache für den Daumen, dann da auch ein Jimping reinzubasteln, sodass man da halt auch wirklich den Daumen, dass der Daumen da auch fest sitzt. Also das ist hier super gemacht. Ja, wir haben hier einen Access Lock bzw. Bolzenverschluss, wie ihr das auch immer nennen wollt, Crossbar Lock. Der ist ab Werk richtig gut eingestellt, der läuft wunderbar, super Action das Teil. Na, so jetzt vor der Kamera manchmal nicht immer ganz so einfach. Ja, also der ist, hab da noch nichts dran gemacht. Ich habe es weder auseinandergebaut, noch habe ich da irgendwas nachgeölt oder nachgestellt. Out of the box ist das Ding von der Action her wirklich klasse. Der macht sicher zu. Ihr habt hier kein Klingenspiel, weder von rechts nach links noch von oben nach unten. Also das Ding sitzt bombenfest. Dennoch super smooth Action. Das Ganze läuft auf Kugellagern, ja, also ihr seht das hier, die Klinge hat da ist so gut wie kein Widerstand, wenn ihr den Lock zurückgezogen habt. Sehr schön gemacht, das Ganze. Wir haben einen Drahtclip, finde ich sehr schön, haben ja viele Giant Mouse Modelle. Der ist umsetzbar, also auch für Linkshänder geeignet, das Ganze. Der ist jetzt nicht Deep Carry, aber das ist in dem Fall in Ordnung. Ich mag ja die Drahtclips sehr. Noch weiter nach hinten wäre halt auch schon aufgrund der Bauart durch das Lanyard-Loch nicht gegangen. Es ist okay, ich kann damit leben. Bin ja sonst eher ein Freund von wirklich Deep Carry Pocket Clips, aber wie gesagt, ist es okay. Das Ganze wird durch die Klingenachse hier gehalten und hier hinten im hinteren Bereich habt ihr noch den Backspacer, der ist aus Messing, auch ein sehr schöner Akzent nochmal. Ja, ihr seht das angepasst hier schön an die Liner. Ja, wirklich gut gemacht. Der wird hier von zwei Schrauben gehalten. Das sind 6er Torx. Hier vorne habt ihr einen 8er Torx für die Klingenachse. Die Daumenpins lassen sich gut bedienen. Ja, also selbst also mit einem Finger, mit einem Daumen hier zum Beispiel, kriegt ihr das auf. Alles sehr ordentlich gemacht. So, kommen wir mal kurz zu den technischen Daten. Mal mein Bandmaß hier zücken. So, wir haben hier eine Gesamtlänge von 18,5 cm. Darauf entfallen circa 8,2 cm auf die Klinge, davon ungefähr 7,8 cm scharf. Wir gucken mal, was es wiegt. Wir haben hier natürlich eine recht massive Konstruktion. Allein schon der Backspacer wird ordentlich was wiegen. Wir haben hier kräftige Platinen. Wir haben hier keine sehr schlanke Klinge. Wir sind hier bei 117 Gramm. Das ist für ein Messer dieser Größe schon recht schwer. Das ist jetzt nicht super schwer, aber es ist halt kein Leichtgewicht. Trotz der Carbon-Griffschalen, dadurch, dass wir hier ja, wie gesagt, eine Vollliner-Konstruktion haben, die sind zwar, das seht ihr hier, die sind aufgefräst. Aber dennoch
aufgrund auch des sehr breiten Griffs, oder nicht sehr breiten, aber des doch schon breiten Griffs, haben wir hier halt schon ein bisschen Gewicht. Wir schauen uns mal hier noch mal kurz die Maße an. So, können ja mal kurz schauen. Also wir haben hier nicht auf den Clip gehen. So. Also ungefähr 1,5 cm breit ist das Ganze. Wir schauen uns mal noch die Klingenstärke an. Ja, 3,45, also circa, ich glaube, angegeben ist es mit 3,5 mm. Das ist halt schon ein bisschen mehr Material. Ja, 3,5. Wir gucken auch mal, wie das jetzt hier vor der Kamera noch mal hinkriege, das hier hinter der Phase ganz fein zu messen. Also ihr seht hier 0,54, also ein bisschen über 0,5 mm, wie ich es euch vorhin schon gesagt habe. Aber wie gesagt, ein Wert, der völlig in Ordnung ist, da das trotzdem gut schneidet. Ja, wir haben hier einen absolut tollen Materialmix, wie ich es schon gesagt habe, die Griffschalen hier aus Carbon, Backspacer aus Messing und wir haben hier als Stahl den CPM Magna Cut verbaut. Den hat Giant Mouse jetzt bei vielen seiner neuen Modelle, beim Hunt zum Beispiel auch beim Tribeca, ja, diesen neuen Superstahl, den Magna Cut verbaut. Ich bin gespannt, wie der sich schlägt. Ich habe ja, wie gesagt, nur ein Messer, das Hauk Deka, mit diesem Stahl. Mal schauen, wie Giant Mouse den Wärme behandelt hat, wie der sich macht. Aber ich gehe stark davon aus, dass der eine sehr gute Performance abgeben wird. Ja, zur Ergonomie. Das Messer liegt mir persönlich sehr gut in der Hand. Es dürfte aber auch nicht kürzer sein. Dadurch, dass hier hinten, ja, mein kleiner Finger schon hier über den Rand schaut. Aber es ist immer noch, also mir persönlich auch aufgrund dieser Aussparung hier, ja, wie soll man das nennen, dieser Konturierung hier, der Finger, ja, auch nochmal aufgrund dieser Aussparung hier, dachte ich erst so, naja, vielleicht ein bisschen scharfkantig, ein bisschen, wenn man damit länger arbeitet, aber ich habe damit jetzt letztens, wie gesagt, ein paar Kartons zerteilt, also das liegt super in der Hand. Für mich keine Hotspots. Das mag vielleicht bei jemand anderem, der eine kleinere oder größere Hand hat, anders sein, aber mir persönlich liegt das Ding super in der Hand. Auch wie gesagt, aufgrund des Griffvolumens habt ihr ja was in der Hand und könnt damit eigentlich, zumindest wenn ihr so Hände wie ich habt, super arbeiten. Rundum ein sehr gelungenes Modell. Preislich, ja, da sind wir hier natürlich. Es ist halt ein Giant Mouse, wisst ihr, Voxnest, Anso Design, die sind nicht günstig. Also selbst die Standardmodelle nicht. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein recht neues Modell. Ich glaube, erst seit ein, zwei Monaten hier auf dem deutschen Markt. Auch mit den Carbon-Griffschalen und dem Magna Cut. Ja, da liegen wir hier bei ungefähr, ja, je nachdem, wo man es kauft, zwischen 300 und 320 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Ja, das muss man einfach mal sagen. Und wer dieses Geld nicht hat, ja, das ist jetzt. Ich sage es mal so, ich habe es mir jetzt mal gegönnt, auch aufgrund der nächsten Festivität, die ja so in 1,5 Monaten ansteht, habe ich gesagt, gut, gönnst du dir das Ding. Ja, auch für diesen Preis. Ansonsten als Fazit ein ganz tolles, tolles Messer, super Materialmix, performt gut, von der Optik her ein absoluter Kracher. Allein diese Klinge mit ihren vielen Flächen, die sie bietet. Mit ihrem Design an sich sehr penetrierfreudig das Ganze. Der Griff sehr geschwungene, schöne Form, sehr rasant das Ganze und wie gesagt, super Handlage. Alles gut durchdacht hier mit der Daumenauflage und dem Jimping da drin. Das ist wirklich alles sehr, 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 sehr ordentlich. Ja, auf jeden Fall ein tolles Messer, eine Kaufempfehlung für dieses Modell. Jetzt auf jeden Fall schon mal von mir, wenn man natürlich das nötige Geld dazu hat. Ja, das war es erstmal soweit vom Giant Mouse
Nazca hier in der Version mit den Carbon-Griffschalen und dem CPM Magna Cut. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, dann danke ich wie gesagt fürs Reinschauen und bleibt mir nichts weiter zu sagen als Tschüss, bis zum nächsten Mal.